Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, als ich vor etwas mehr als einem halben Jahr meine Fotobude aufgemacht habe, war eines meiner ersten Tests ein Vergleich von Reisezoom-Kameras. Der ist bei meinen Lesern besonders gut angekommen und ist sehr oft geklickt worden. Ja, und was liegt näher als dieses Jahr, gerade jetzt vor den Sommerferien, wieder einen Test zu machen mit Reisezoom-Kameras. Neue Modelle sind auf den Markt gekommen, Nachfolgemodelle, die Ausstattung ist etwas besser geworden. Also, mein Entschluss steht fest, ich mache 5 Reisezoom-Kameras. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal. Ich schwenke dazu mal so ein klein bisschen nach unten. Dann könnt ihr sehen, welche das sind und wie das Ganze aussieht. Und zwar sind das diese 5 Modelle, die ich euch heute zeigen möchte. Das ist einmal die Canon SX280HS, dann ist das die Sony Cybershot DSCHX50V, dann die Coolpix S9500 von Nikon. Ja, hier vorne haben wir von Fujifilm die F900EXR. Ja, und als letzte die schon sehr bekannte Panasonic DMC TZ41, das Nachfolgemodell von der sehr gut verkauften TZ31. Ja, und jetzt möchte ich euch im Video einfach mal diese 5 Modelle individuell vorstellen, damit ihr schon mal einen kleinen Überblick bekommt, bevor mein Test dann ab Sonnabend, also sprich morgen, wieder losgeht. Ja, fangen wir mit der Canon PowerShot SX280HS an. Sie hat ein 20-fach Zoom, Bildstabilisator drin, GPS und Wi-Fi-Funktion. Ja, und Thema Wi-Fi-Funktion: alle 5 Kameras, die ich euch hier vorstelle, haben sowohl GPS als auch eine WLAN-Funktion. So, das heißt also, mein Liebling WLAN ist inzwischen bei dieser Kameraklasse und natürlich auch den anderen Kameraklassen angekommen. Deswegen ganz spannend zu sehen, und da freue ich mich auch nächste Woche schon drauf, was leisten die einzelnen Kameras im Bereich WLAN. Was kann ich damit machen, außer Bilder übertragen, fernsteuern, kann ich damit aber auch die Kameraeinstellungen verändern. All das werde ich nächste Woche rausfinden und natürlich dann hier im Video vorstellen. Ja, wie sieht die Kamera aus? Wir haben hier oben einmal ganz normal den Einschaltknopf, den Zoomknopf und den Auslöser. Hier seht ihr schon neben dem GPS. Ich drehe das einmal rum, dann ist das noch besser zu sehen. 12,1 Megapixel. Hier auch nochmal der Schriftzug Wi-Fi und eben GPS. Ja, auf der Rückseite dann das Programmwahlrad mit den üblichen Automatiken. Das ist manuell und dann eben entsprechend Zeitblendenautomatik, Programmautomatik, Szenenautomatik und diverse Motivprogramme, Wiedergabetaste, Videoaufnahmetaste. Dann ist hier ein Drehrad. Display-Menü-Taste, ich schalte die Kamera mal ein, dann seht ihr schon mal, wie das Ganze aussieht. So sieht das aus. Hier oben an dem Drehrad kann ich jetzt die verschiedenen Belichtungsprogramme einstellen. Das wird mir hier oben dann auch angezeigt, welche Programme ich gerade gewählt habe. Nochmal ein Blick hier in den, gehen einmal hier auf den Modus P wieder zurück. Die bei einigen Kameras heißt das Quick-Menü, bei Canon Funk-Set-Taste. Wenn ich die einmal drücke, dann wird mir hier an der Seite, werden mir die wichtigsten Kameraeinstellungen angezeigt. Ja, und da kann ich jetzt einfach in die einzelnen Einstellungen reingehen. Und wenn ich hier beispielsweise das Bildformat ändern möchte, dann springe ich hier rüber und kann dann von 1 zu 1, 4 zu 3, 3 zu 2 oder 16 zu 9 wählen. Das ist sehr praktisch, denn so kann ich wirklich die wichtigsten Einstellungen immer relativ flott machen, muss nicht in das große Menü gehen. Ja, aber trotzdem, das möchte ich mir jetzt auch nochmal angucken, wie das große Menü aussieht. Schalte hier einmal das Quick-Menü dann wieder weg und gehe hier rein. Ja, und das sieht dann so aus. Das ist das Canon-übliche Menü. Hier habe ich die üblichen Einstellungen, die ich in einem Menü machen kann. Mit manueller Fokuslupe kann ich hier zum Beispiel Einstellungen, Blitzeinstellungen, Eye-Kontrast, das ist jetzt bei vielen Kameras drin. Das ist sozusagen so ein intelligenter Kontrast, der ein klein bisschen den Kontrastumfang optimiert. Windschutz, Blinzelwarnung, dann habe ich hier die Möglichkeit, Gitter aufzurufen,
IS, der Bildstabilisator. Ja, und das sind so die wesentlichen Einstellungen. Klar habe ich hier dann natürlich noch das generelle Setup mit Datum etc. pp. Das sind dann die üblichen Einstellungen. Ja, also von daher, wie gesagt, spannend hier, was die Kamera im Bereich WLAN zu bieten hat. Der Zoom, wir haben natürlich wie bei vielen anderen Modellen auch den elektronischen Zoom dann noch mit drin. Beim Display kann ich dann umschalten, welche Display-Informationen ich angezeigt bekommen möchte. Hier habe ich die Möglichkeit, in den Makro-Modus oder manuellen Fokussiermodus reinzugehen. Ja, das sind so die wesentlichen Funktionen, die Canon hat. Seitlich ist dann hier einmal der HDMI-Anschluss. Hier auf der Seite haben wir nichts. Und unten drunter das Stativgewinde, Akkufach und SD-Kartenaufnahme. Ja, die Kamera liegt relativ gut in der Hand, ist schön leicht. 20-fach Zoom ist also auch wirklich eine Hausnummer. Das heißt also, da kann ich eigentlich so den gesamten Bereich, den ich im Urlaub machen möchte, von Porträt, von schöner Landschaftsweitwinkelaufnahme bis hin auch mal zu einer Tieraufnahme in der Ferne, wunderbar mit abdecken. Im Test werde ich dann noch sehen, wie weit geht der Weitwinkel runter und wie weit geht der Tele. Das heißt, hier mache ich dann die Vergleichsbilder und zeige euch dann nochmal ganz genau, welchen Brennweitenbereich die einzelnen Modelle abdecken. Ja, machen wir es alphabetisch. Das nächste wäre dann die Fuji F900 EXR. Die sieht so aus. Auch hier oben seht ihr schon 20-fach Zoom. Das ist also sozusagen im Moment so in etwa 20-18-fach Zoom ist so der Standard in dieser Klasse. Auch die wieder mit Wi-Fi und GPS. Von oben sieht das Ganze dann so aus. Beziehungsweise bei GPS muss ich gerade mal gucken. Wi-Fi ja, bei GPS bin ich mir gerade nicht sicher. Hier an der Seite, das dürfte vermutlich, das ist die Blitztaste, die ich damit, den Blitz, den ich damit aktiviere und auslösen kann. Gucken wir uns auf der Rückseite das Ganze an. Auch hier wieder ein Drehrad. Hier oben ist dann die Möglichkeit, die einzelnen Belichtungsprogramme. Ja, und das ist das berühmte Fuji EXR Programm, das kann ich euch mal zeigen. Ich schalte die Kamera ein, der Einschalter ist hier auf der Oberseite. Ja, und wenn man ins Menü reingeht, dann sieht man schon dieser EXR Modus. Bei dem EXR Modus habe ich also die Möglichkeit, entweder hohe Auflösung, Rauscharmut oder einen hohen Dynamikumfang zu wählen. Das sind die Möglichkeiten, die ich in diesem EXR Modus habe. Ja, das Menü, wer die X20 kennt, die X100S oder die XC1, der wird sehen, aha, das Menü ist genau in diesem Stil wie bei den Kameras. Da gibt es also keine großartigen Überraschungen. Was ich jetzt hier aber mal schauen kann, ist, das müsste sich ja im Menü finden lassen, ob die Kamera ein GPS-Modul hat. Dann gehe ich einmal hier auf die Einstellung P, klicke nochmal das Menü an. Jetzt habe ich hier einmal das Menü, was ich mir einmal angucken kann. Filmsimulation gibt es natürlich auch wieder hier. Serienaufnahmen, den verschiedenen Fokusmethoden. Die FN-Taste, das ist die hier unten, kann ich wieder individuell belegen. Video-Setup, so jetzt muss ich hier einmal zurück und in die Systemeinstellungen. Zeit, aha, hier Geotagging-Setup. Das heißt also, hier habe ich die Möglichkeit, zumindest in irgendeiner Form was mit Geotagging zu machen. Demnach sollte die Kamera dann auch eine GPS-Funktion haben. Aber wie gesagt, das gucke ich mir dann nochmal ganz dezidiert und ganz genau an. Hier ist die Filmaufnahmetaste, damit kann ich das einen Film starten. Dann natürlich die Makrofunktion, und wir können hier einmal rausgehen. Dann einmal die Makrofunktion, die ich hier aktivieren kann. Was sie wohl nicht zu haben scheint, ist, was ja zum Beispiel die X20 hat, ist einen Super-Makro-Modus. Dann kann ich hier den Blitz aktivieren, sobald ich den hier einmal an der Seite rausgefahren habe. Der fährt dann hier hoch. Übrigens sehr schön, ich kann den Blitz so ein kleines bisschen wegklicken oder nach hinten drehen. Dann sollte ich vermutlich auch etwas indirekt über die Decke blitzen können. Ja, dann hier unten die Selbstauslöserfunktion und einmal hier oben dann die Belichtungskorrektur, die ich dann hier einmal über das Drehrad aktivieren kann. Und mit der Display-Taste kann ich die verschiedenen Display-Einstellungen mir dann entsprechend aufrufen. Ja, das ist einmal die Fujifilm. Hier an der Seite haben wir dann noch den HDMI- und USB-Ausgang.
Schöne kleine Kamera, liegt auch wieder gut in der Hand. Mir gefällt hier diese Daumenstütze oder die Handstütze sehr gut hier an der Vorderseite. Die liegt sehr gut in der Hand. Das heißt, die habe ich hier sehr gut, kann ich sehr gut greifen und kann dann trotzdem auch auf der Rückseite hier die Einstellungen machen. Also von daher, die liegt wirklich sehr gut in der Hand. Bin gespannt, was sie an Bildqualität liefert. Denn die Fuji-Sensoren sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie eine klasse Bildqualität abliefern. Was sie wohl nicht hat, ist ein Quick-Menü. Was sie aber dafür hat, ist diese EFN-Taste, die ich hier unten habe. Und wenn ich die drücke, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese verschiedenen Tasten individuell zu belegen und auch hier das Rad individuell zu belegen. Ihr seht, hier ist es in der Standardeinstellung zum Beispiel mit ISO belegt. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann komme ich in die ISO-Einstellungen und kann dann hier die ISO-Einstellungen eben entsprechend verändern. Und das kann ich mir auch jeweils individuell so festlegen, wie ich das gerne haben möchte und da dann die entsprechenden, hier zum Beispiel den Dynamikbereich, eben entsprechend mir so konfigurieren, wie ich das möchte. Nochmal ein Blick hier oben drauf. Wir haben hier auch wieder, das kann man auch einmal kurz zeigen, die erweiterten Filter. Das ist diese Advanced Filter Funktion. Und wenn ich da drauf gehe, einmal hier oben auf die erweiterten Filter, Advanced Modus und die anklicke, dann habe ich meine erweiterten Filter. Das sind dann eben zum Beispiel Lochkamera, Miniatur, Pop, Highton, Low-Key, dynamische Farbtiefe oder alternativ, wenn ich das nicht möchte, kann ich natürlich auch noch die Panorama-Funktion anwählen und auch hier bei der Panorama-Funktion stehen mir wieder verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ich habe hier einmal den Winkel und die Richtung und beim Winkel kann ich 120, 180, 360 und 360 nahtlos Panorama anwählen und natürlich die Richtung. Also von daher hier in der Fujifilm die verschiedenen erweiterten Filtereinstellungen. Ja, kommen wir als nächstes dann zur Nikon, da hatte ich ja die S9300, das ist jetzt die S9500, auch mit GPS und WLAN-Modul. Sie hat ein klein bisschen mehr Zoom, ihr seht das hier unten, die hat also ein 22-fach Zoom, sagt auch, dass sie ein klein bisschen mehr Weitwinkel hat, werde ich dann eben auch entsprechend überprüfen. Auf der Oberseite dann das Programmwahlrad, Zoom-Taste, Ein- und Ausschalter, auch hier wieder der Hinweis auf Wi-Fi und GPS. Ja, einen Blitz scheint sie auch zu haben, der liegt hier an der Seite. Auf der Rückseite der Kamera ist hier sehr schön diese leicht ausgearbeitete Daumenstütze, die so ein bisschen gummiert ist, finde ich immer sehr angenehm. Dann hier das Drehrad, Menütaste. Wir schalten die Kamera einmal ein, dann sehen wir auch schon, wie sich das Ganze gestaltet. So sieht das Ganze dann aus. Hier oben auf der Oberseite ist es etwas ungewohnt bei Nikon. Normalerweise sind so Sachen wie P, M, A, S und so weiter. Bei Nikon ist das immer ein kleines bisschen anders. Bei Nikon habe ich jetzt hier einmal den grünen Modus, dann habe ich hier die Effektfilter und bei den Effektfiltern, wenn ich da jetzt einmal drauf gehe, dann seht ihr, dass ich hier zum Beispiel so einen Softfilter habe. Na, einmal hier, gute Frage, wie komme ich da denn rein? Menü tippe ich jetzt einfach mal. Und dann hier rüber, ja genau, hier sieht man das dann schon. Hier habe ich Weichzeichner, Nostalgie-Effekt, Monochrom, High-Key, selektive Farbe. Das sind also dann die Filter, die ich auswählen kann. Dann, wenn ich jetzt hier oben dann weitergehe und dann auf diese Einstellung gehe, dann habe ich hier, ich glaube, so ein Nachtporträt. Also von daher ist es etwas anders aufgebaut. Und hier bei Scene habe ich die Möglichkeit, eben verschiedene Motivprogramme auszuwählen, Porträt, Landschaft, Sport, Innenaufnahmen und so weiter. Ihr seht, da ist also eine ganze Menge dabei, zwischen denen man auswählen kann. Ja, was ich dann spannend finde, das werde ich dann aber rausfinden, ob ich zum Beispiel hier auch manuelle Einstellungen von Zeit und Blende über das Menü machen kann, ob ich da eben eine Möglichkeit finde, das einzustellen. Ja, und was ihr seht hier schon, hier ist die Möglichkeit, die GPS-Optionen aufzurufen und einer weiter drunter geht es dann los mit, sehr hell der Bildschirm eingestellt, geht es dann los hier mit Wi-Fi-Übertragung oder Wi-Fi-Option und hier kann ich dann eben das Wi-Fi-Netzwerk einschalten. Ja, das ist die Nikon S9500 Coolpix.
Auch wieder eine sehr schöne, kleine, kompakte Kamera, sehr leicht. Gucken wir nochmal hier an der Seite, natürlich auch wieder, wie bei den anderen Modellen schon, HDMI sowie USB und AV-Out-Ausgang. Ja, mit P geht's weiter. Das ist dann die Panasonic Lumix, die ich in Weiß bekommen habe. Ist jetzt schon fast ein klein bisschen überstrahlt, weil das so hell ist. Muss man hier das eine Licht ein kleines bisschen runternehmen. Vielleicht hilft das. Das ist die Panasonic, der Nachfolger der, ja, man kann schon fast sagen, legendären TZ31, die ja mit einer der Verkaufsschlager im Bereich der Reisezoom-Kameras war. Hier auf der Oberseite haben wir das Programmwahlrad, dann Zoom-Taste, ein Ausschaltknopf, Auslöser und Videotaste. Ja, und bei der, dreh die einmal rum, dann kann man das wieder leichter lesen. Auch hier seht ihr wieder den GPS-Hinweis und auf der Seite hier ist der Hinweis auf diese NFC-Kopplung, die ja schon die G6 im Moment hat, wo ich mit einem entsprechenden Smartphone die Kopplung im Wi-Fi-Modul über diesen NFC Near Field Communication Sensor machen kann, um dann gar keine WLAN-Einstellungen mehr machen zu müssen. Geht aber natürlich auch mit allen anderen Kameras, mit allen anderen Smartphones ganz normal über die WLAN-Einstellungen. Ja, hier oben haben wir dann das Programmwählrad mit PASM, den beiden individuellen Einstellungen, Panoramafunktion, Szenen- oder Motivprogramme und dann den Artfiltern oder Kreativfiltern, wie Panasonic das dann nennt. Ja, auf der Rückseite dann hier oben einmal die Wi-Fi-Taste, hiermit wird dann die Wi-Fi-Funktion gestartet, dann Wiedergabetaste, Quick-Menü-Taste, Display-Taste, Menü-Setup. Ja, und was Panasonic endlich geändert hat und das auch bei der G6 zum Beispiel, ist, dass dieses Rad hier endlich deutlicher beschriftet ist. Das war früher so ein silbernes Rad mit einer ganz gruselig nur geprägten Beschriftung, die man also kaum erkennen konnte. Ich kann euch das hier mal bei der G5 zeigen. So sah das also bei der G5 aus. Ihr seht, wenn man das also falsch gehalten hat, hat man da überhaupt nichts erkannt. Das hat Panasonic nun endlich geändert und man hat also wirklich hier auf dem Menürad oder auf dem Vier-Wege-Schalter alle Funktionen, die man gut erkennen kann. Schalten wir sie nochmal ein, die Kamera. So sieht das Ganze dann eingeschaltet aus. Ja, und hier unten die ausgeschaltet. Nochmal das Ganze. Ja, und hier unten dann mit der Quick-Menü-Taste komme ich dann in die Einstellungen hier rein und habe die Möglichkeit, dann eben die wichtigsten Einstellungen direkt zu machen. Ein Alleinstellungsmerkmal der Lumix, es ist ein Touchscreen. Das heißt also, die Lumix hat als einzige in diesem Testfeld, zumindest so wie ich das im Moment entdeckt habe, ist das die einzige, die tatsächlich einen Touchscreen hat. Was allerdings nicht funktioniert, ist in den Menüs mit dem Touchscreen zu arbeiten. Das heißt also, sowohl hier in dem Quick-Menü kann ich nicht mit dem Touchscreen arbeiten, als auch wenn ich in das normale Menü reingehe, da komme ich dann zwar in den vom Hauptmenü in die einzelnen Unterpunkte, aber hier in den Unterpunkten, also zumindest hat das bisher bei mir nicht geklappt, vielleicht kann man im Menü das umstellen, aber ich gehe mal davon aus, dass man, um in den Menüs zu arbeiten, nach wie vor über die Tasten gehen muss. Das ist zum Beispiel bei der G6 anders, da kann ich also tatsächlich auch hier im Menü die Einstellungen über den Touchscreen machen. Ja, was gibt es sonst noch? Hier an der Seite sieht man natürlich jetzt, weil das so wunderschön weiß ist und quasi richtig fies überstrahlt, an der Seite die Klappe mit dem HDMI-Ausgang an, wo ich dann einen Fernseher anschließen kann. Hier vorne auf der Vorderseite, ich versuche das mal so zu zeigen, dass man das trotz des hellen Lichtes oder des Überstrahlens so ein bisschen sehen kann. Hier an der Seite vorne ist so eine kleine Griffplatte, finde ich sehr gut, denn damit kann ich die Kamera richtig klasse in die Hand nehmen. Also es gibt eigentlich da vergleichbar
Nur die Fuji in dieser Größe, ich zeige euch ja gleich noch die Sony in dieser Größe, die Fuji, die hat eben auch diesen schönen Griffsteg, wo die Kamera richtig satt in der Hand liegt. Da muss ich sagen, da hat Panasonic wirklich gute Arbeit geleistet. Denn gerade bei den kleinen Kameras finde ich es ganz wichtig, dass die gut in der Hand liegen. Denn wer so große Hände hat und dann so eine Kamera hat, die einem nur durch die Hände rutscht und rumwackelt und man nicht sicher in der Hand hält, das finde ich persönlich sehr, sehr nervig. Ja, als letztes dann die Sony. Ja, und da muss man einfach, das zeige ich jetzt mal im Vergleich mit der Canon. Ich glaube, die Canon ist fast die kleinste von allen. Wenn man das jetzt mal hier mit der Canon vergleicht, dann sieht man schon, die Sony ist ein kleines bisschen höher. Und wenn man sie von der Seite anguckt, dann sieht man auch, dass die Sony ein bisschen dicker ist als die Canon und auch als die anderen Modelle. Also die Sony ist, was die Größe anbelangt, mit Sicherheit das größte und vermutlich auch schwerste Modell. Dafür hat sie hier vorne einen ganz toll ausgearbeiteten Griffsteg. Wir waren ja eben schon bei der Bedienung gewesen. Das heißt also, die liegt wirklich, wenn man das mit den anderen Modellen vergleicht, die liegt wirklich perfekt in der Hand. Ihr wisst, ich habe die RX100 getestet und habe mich bei der RX100 ja darüber beschwert, dass die sowas von wackelig in der Hand liegt, weil die Vorderseite nun wirklich extrem glatt war, da überhaupt kein Grip ist. Da muss man ganz ehrlich sagen, da hat Sony dazugelernt und jetzt bei der 50V oder 50, die gibt es ja in zwei Varianten, wirklich dazugelernt und mit diesem Griffsteg hier vorne eine Kamera vom Design her gemacht, die also echt ganz toll in der Hand liegt, wo ich wirklich sagen kann, also selbst mit meinen großen Händen, fantastisch, da bin ich wirklich begeistert. Ja, was hat sie sonst noch zu bieten? Und das seht ihr jetzt schon hier vorne drauf, das ist also dann tatsächlich der Spitzenreiter im Moment, 30-fach optischen Zoom. Ich sage das nochmal, 30-fach optischen Zoom. Die ganz große Frage ist natürlich, wie ist die Bildqualität? Ist die bei einem 30-fach Zoom tatsächlich so, dass sie noch zu gebrauchen ist oder lässt sie nach und natürlich Rauschverhalten? Denn Sony, das werden einige auch schon gesehen und gelesen haben, hat die Megapixelzahl erhöht. Das heißt, die sind hochgegangen. Ihr seht das hier hinten einmal. Die sind hochgegangen auf 20 Megapixel jetzt bei diesem kleinen Sensor. Im Übrigen ist das genau das Gleiche, wenn ich mich jetzt nicht irre, wie bei der Panasonic, auch da ist die Megapixelzahl nochmal erhöht worden. Ja, da ist natürlich die ganz große Frage, wie ist die von der Bildqualität? Kann die da tatsächlich noch mithalten oder ist durch die Megapixelzahl das Rauschverhalten so schlecht geworden, dass man eigentlich mit den Bildern im hohen ISO-Bereich nichts mehr anfangen kann? Ja, Oberseite finde ich super praktisch, ein Rad zur Belichtungskorrektur, das große Programmwahlrad, dann hier die Zoom-Taste, Auslöser und der Einschalter. Ja, und jetzt seht ihr noch was ganz Besonderes, die hat einen Blitzschuh. Diese kleine Kamera als Reisezoom-Kamera hat tatsächlich einen Blitzschuh. Die hat nicht nur den eingebauten Blitz, sondern den Blitzschuh. Und das Gute ist, man kann da nicht nur die Sony-eigenen Blitze draufpacken, sondern ich habe hier mal aus Spaß meinen riesigen Canon-Blitz und packe den da mal drauf. Und tatsächlich, wenn ich jetzt die Kamera einschalte und den Blitz einschalte und das alles funktioniert, wie es funktionieren sollte, ich hoffe, es tut's eben, hat es das zumindest, dann seht ihr doch tatsächlich, ich kann mit diesem Blitz auch auf der Sony arbeiten. Das heißt, ich bin nicht auf einen speziellen Blitz angewiesen. Klar, ich muss die Einstellungen natürlich manuell machen. Das heißt, bei einem externen Blitz, der nicht von Sony kommt, funktioniert die Kommunikation zwischen dem Blitz und der Kamera nicht. Das heißt, ich muss manuell die Blitzleistung steuern. Ich muss den Zoom des Blitzes auch manuell fahren. Der ist nicht hier dran gekoppelt. Habe ich einen Sony-eigenen Blitz, dann passiert das automatisch. Und zwar seht ihr das hier in dem Blitzschuh da hinten, sind diverse Kontakte und über diese diversen Kontakte, da geschieht dann die Steuerung des Blitzes. Das heißt, da wird dann alles automatisch gesteuert, was Zoom und was die Lichtleistung natürlich anbelangt. Hier ist übrigens die kleine Taste, um den Blitz auszufahren, der dann hier so einmal rauspoppt. Den kann ich nicht nach hinten kippen, den kann ich nur einfahren. Ja, wie gesagt, das war die Oberseite. Auch hier GPS,
plus WLAN. Wobei, soweit ich mich recht entsinne, das werde ich dann im Test aber nochmal schreiben, gibt es die eben in zwei Varianten, in der V-Variante und in der normalen 50er-Variante. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass in der normalen Variante das GPS-Modul nicht vorhanden ist. Ich habe hier die V-Variante, die ist dann eben entsprechend mit dem GPS-Modul ausgestattet. Ja, Rückseite hier oben, die Starttaste für das Video, Custom-Taste, die ich mir individuell belegen kann, ob sich ich habe hier gerade eine Aufnahme gestartet, die ich mal eben beenden muss. Die Custom-Taste, die ich mir dann individuell belegen kann. Hier in dem Fall ist sie jetzt mit der ISO-Empfindlichkeit belegt. Dann habe ich hier das große Wahlrad, mit dem ich entsprechend dann Einstellungen vornehmen kann. In der Mitte die Taste, um zum Beispiel jetzt den Autofokuspunkt aufzurufen und zu verschieben oder eben verschiedene Einstellungen zu machen. Dann habe ich hier einmal die Serienbildfunktion auf dieser Seite, auf der anderen die Blitz und hier unten kann ich Fotogestaltung, da kann ich verschiedene Sachen dann noch auswählen, die ich mir dann noch genau angucken werde, was da passiert. Ja, und hier dann die Taste Menü, wobei das so ein kleines bisschen, na, ich will nicht sagen verwirrend, aber das ist so ein bisschen wieder, ich finde das so ein klein bisschen verspielt bei Sony. Man geht auf das Menü und hat jetzt im Menü hier schon die Bildeffekte, die Wi-Fi-Funktion an den Computer senden, die Bildgröße, die ISO-Empfindlichkeit, den Weißabgleich, hier noch verschiedene Einstellungen für den Fokuspunkt, Messmodus, Serienaufnahme. Also man hat hier eigentlich schon eine ganze Menge an Direkteinstellungen. Ja, und dann irgendwo so ein kleines bisschen verkramt und ich finde schon so ein kleines bisschen vermust, sodass man das eigentlich gar nicht mehr vermutet. Ihr seht, das geht hier, hört überhaupt nicht mehr auf an Einstellmöglichkeiten, die ich hier habe. Und dann irgendwann kommt dann doch tatsächlich hier unten nochmal der Kameraführer, ist übrigens auch bei. Und dann kommt hier unten so ein kleines Köfferchen. Ja, und in diesem Köfferchen, da verbirgt sich dann das eigentliche Kamerasetup. Das heißt also, hier habe ich dann die eigentlichen Einstellungen eben für das Aufnahmeformat, Gitterlinien, Digital-Zoom, rote Augenreduktion und so weiter. Das heißt, da verbergen sich dann sozusagen die individuellen Kameraeinstellungen, die ich da dann vornehmen kann. Wie gesagt, klar, man gewöhnt sich daran, hier GPS seht ihr, klar, man gewöhnt sich daran, aber ich finde es so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, arg versteckt. Ich finde es schöner, wenn man ein Quick-Menü hat, was aufgerufen wird und dann eine eigene Menütaste, die mich direkt zu diesem umfangreichen Kameramenü hinführt und nicht dieser Umweg im Quick-Menü quasi, denn das, was ich hier mit Menü aufrufe, ist ja letztlich nichts anderes als das, was bei den anderen Kameras ein Quick-Menü ist, um dann in diese Setup-Einstellung reinzukommen. Aber gut, da kann man sich dran gewöhnen, da kann man auch drüber streiten. Es ist für mich so ein bisschen, ja, umständlich. Aber das ist bei Sony nichts Neues. Ich bin da nicht, werde mit den Sony-Menüs nicht so warm, wie jetzt zum Beispiel mit einem ganz klaren, geradlinigen Fuji-Menü oder auch einem Canon-Menü. Die finde ich auch wirklich sehr einfach, sehr durchdacht und ich finde, da findet man sich wirklich ganz schnell mit zurecht. Von der Ausstattung her, von der Größe, vom Zoom her, fühlt sich die Sony an, als ob sie das Spitzenmodell unter diesen fünf Kameras wäre. Alles entscheidend ist die Bildqualität und die gibt dann letztendlich den Ausschlag darüber, ob sie denn dann auch wirklich der Meister aller Klassen ist in dieser Reise-Zoom-Kategorie. Hier haben wir nochmal einen Multi-Anschluss und auf der anderen Seite ist nichts mehr. Und dann noch, hier seht ihr nochmal den 30-fach optischen Zoom, GPS und Wi-Fi. Ja, und auf der Unterseite hier ist dann der HDMI-Anschluss und natürlich nochmal ein Stativgewinn. Ja, auch hier kein Touchscreen. Also so wie es aussieht, scheint die TZ41 die einzige zu sein, die einen Touchscreen hat. Aber sie ist die einzige, die einen externen Blitzschuh hat. Also von daher, es wird ein spannender Test, denn jede Kamera hat in ihrer Ausstattung und in ihrem Bereich irgendwas Besonderes, was die anderen nicht haben.
Über alles entscheidend ist aber dann die Bildqualität. Das heißt, was holen die Hersteller aus diesen kleinen Sensoren raus, gerade die mit den 20 Megapixel Auflösungen. Da bin ich doch schon ehrlich gesagt ein klein bisschen skeptisch, was das Rauschverhalten anbelangt. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Die Technik ist ja auch weitergegangen. Vielleicht haben die Hersteller das so gut in den Griff bekommen, dass das also auch bei höheren ISO-Empfindlichkeiten noch vernünftige Bilder mit einer hohen Detailauflösung liefert, die dann auch tatsächlich Spaß machen und zu gebrauchen sind. Ja, der Test geht jetzt quasi los. Morgen geht's auf die Insel und da fängt dann der Test an. Jeden Tag gibt's immer da eine Kleinigkeit und zum Schluss gibt's dann wieder das große Video, wo ich dann alle nochmal gegenüberstelle mit ihren Pros und Cons. Einzelne Vorstellungen der Kamera gibt's dann natürlich auch nochmal. Freut euch drauf, guckt bei mir vorbei auf der Internetseite www.ralfsfotobude.de, da ist der Test unter den Vergleichstest und natürlich auch mit einem Bild auf der Startseite zu finden, wo ihr nur draufklicken müsst und dann schon in den Test reinkommt. Jeden Tag gibt es immer ein bisschen was Neues dazu, Bilder dazu, Erklärungen und. Also von daher eine Woche Test, es wird spannend, schaut gerne vorbei und natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es hat euch schon ein klein bisschen Lust gemacht auf die Reisezoom-Kameras. Ja, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und moin moin.